Excel. Deutsche Memes, die Online-Unterricht haben. Let's go. Zur Unterhaltung, alles klar. Jetzt hier die. Moment. Wenn man keinen Bock auf Online-Unterricht hat. Funktion f von x. Alter, mach du mal, mir ist egal. Dann berechne den bitte auch noch mit ein, okay? In deine Rechnung, in deine mathematische Gleichung. Gut, perfekt. Finde ich gut. Ah ja. Ich mach direkt mal weiter und zwar, ich habe noch nie mir den Finger hinten reingesteckt und mal dran gerochen. Das kriege ich immer an. Jungs, Mann, ungespielt, Digga. Warum haben die Streamer immer alle ihre Kameras rechts? Ich bin selber so wie Idiot, ich habe meine Kamera auch rechts. Grüße gehen raus. Ich habe noch nie mir den Finger hinten reingesteckt und mal dran gerochen. Das kann ich immer antworten. Habe ich schon. Ich auch. Habe ich mir den Finger schon hinten reingeschoben und dran gerochen? Nee. Ich ganz ehrlich, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich schlafe länger als 8 Uhr, mein Vater. By the way, bei mir trifft es nicht zu. Bei mir ist es eher die Mutter. Und dann darauf vorbereiten, dass ich renne auf den Bus zu, Busfahrer schaut mich an, auch der Busfahrer. Das ist gleich schnell. Feini. Ich, hey, Mädchen. Chillig. Grüße gehen raus. An den Notarzt. Mensch, ich bin gerade wirklich. Ich vergesse immer zu lesen, ich verdammter Vollidiot. Lehrer, braucht ihr noch mehr Zeit für die Klassenarbeit? Ich komplett verzweifelt. Mensch, ich bin gerade wirklich gerade nervlich. Ein bisschen unter Druck. Grüße gehen raus an Knossi. Der Schweihals. So bestellt man Karamelleis und nicht anders. Achso, ich glaube, das geht sogar. Hallo, Ihre Bestellung bitte? Ja, zwei Eis mit Karamell. Bitte? Was? Zwei Eis mit Karamell. Zwei Eis Karamell. Ist das nicht Macho? Das ist doch Macho. Oder? Wie blöd? Ich glaube, das war Macho. Und er hat sein Eis bekommen. Props gehen raus. Ich auf Klassenfahrt wieder irgendwas mache, außer aufzupassen. Ah. Meinst du, dass sie die... Nee, der sieht aus wie Midi. Einfach Midi, Junge. Was zur Lücke mit einem macht. Denkst du das? Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben, nee. Wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken. Denkst du das? Denkst du das? Ich bin nicht dieser Hassan, dass du denkst, dass ich bin, weil der Hassan nicht diejenige, dass der Leute, wo der Ravi. Okay, das war schlecht. Also, gerade war es noch lustig. Weil er hat halt zu lange rausgezögert. Ich auf Familienfeiern. Welche Familienfeiern beim Lockdown? Dank meines Wissens werde ich mich betrinken. Natürlich nur im Auftrag der Wissenschaft. True, Jungs, true. Ich versuche, den Lehrer zu überzeugen, mir die bessere Note zu geben. Let the sunshine in your heart. Also lass die Sonne in dein Herz, Sophia. Ach du Scheiße. Jacqueline, perfekt, passt schon gut an. Und DHL. Grüße gehen raus an die DHL. Die Nexor. Immer noch nicht seinem scheiß Level abgegeben haben. Grüße gehen auch wieder raus an Level Up. Weiteres sage ich nicht dazu. Nächstes Mal muss ich da selber melden. Ja. Let's go. Weiter geht's. Einmal umdrehen, bitte. Ja. Ah, chillig, Digga. Wenn man auf der Arbeit nichts anderes zu tun hat. Wer ist er, Junge? Drip auf anderem Level. Ja, ja. Yo, es ist Hip-Hop News 24 hier mit Moneyboy. Du, Moneyboy, wie würdest du so deinen Swag beschreiben für die Leute draußen? Yo, Dog, ich würde sagen. Yo, Dog. Stupid Fruity. Bisschen juicy.
Stupid Fruity. Money Boy. Hat mich fast den Saft. Einfach Orangensaft, Leute. Burn up. Einfach Orangensaft. Wenn du die... Was? Wenn du die kennst, ist dein Schlafrhythmus RIP. Ach so. Ich kenne sie nicht, weil ich sie nicht gucke. Auf welch mein Schlafrhythmus RIP ist. Aber die machen gute Videos. Doppelmoral, dein Vater. Ich guck sie nicht persönlich, ich hab sie nur bei Reaction-Kanälen geguckt. So war's, richtig. Waren gute Videos. Ah, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Doch nicht. Haha, debated. Ein wahrer Bruder. Hallo. Eine Leiste bitte. Dann 2 Euro bitte. Willst du was? Ja, noch ein Powerade. Dann macht's 4 Euro bitte. Ich glaube, ich hab mein Geld zu Hause vergessen. Du hast Geld zu Hause vergessen? Ja, aber kein Problem. Dankeschön. Kannst du 6 stellen bitte? Okay, dann 2 Euro bitte. Ist dein Ernst? Danke. Das ist kein Problem. Wie zum Thema haben wir das machen, nur einmal. Wie zum Thema. Nur Deutsche machen das. Mhm. Nur die Deutschen wieder. Kurz zum Sportwagen geworden. Jo! Okay, Bro. Chill. Chill. Er ist ja richtig wild. Da ist Rivi im Shaker. Rivi im Shaker. Trimax, Digga. Wie random sieht das aus? Fucking Trimax. Fucking Trimax, Junge. Lehrer sind getriggert. Lehrer sind triggert, mein Gott. Chat Real Talk, ich hab's immer gehasst, wenn man im Winter, wenn man zur Schule gegangen ist, Schnee da lag und diese scheiß Autisten jedes Mal Schneebälle machen müssen und immer hinter dem Kopf werfen müssen. Einfach ohne Grund, Digga. Du stehst da, Digga, und du kriegst einen Schneeball einfach ab. Weißt du, bist mit deinen Jungs da so im Kreis, chillst da mit denen, auf einmal kriegst du da einen Schneeball ab. So, natürlich gibt's da den anderen Autist, der sich das nicht gefallen lässt, und dann geht's richtig ab. Bis dann irgendjemand oder ins Gesicht. Und dann irgendwann mal hast du einen Stein in der Fresse und dann muss der Krankenwagen kommen. Yep. Was für ein Ding? Haha! Was ein Knacks, komme nicht klar. Oh. Brutal los, Digga. Mom, hast du für die Klausur morgen gelernt? Ich? Ja, klar. Wer hat denn so ein Klo bei sich zu Hause? Ja, natürlich, Digga. Natürlich. Bitte seid mal bitte ehrlich. Wer noch? Wer hat sich auch schon mal vorgestellt, wie es ist, die Toilette. Digi, wo man kackt, da runter. Digi, wo man kackt, Digga. Bro. Ich dachte, was anderes. Runtergespült zu werden. Und runtergespült. Alter, Bro. Wenn man Väter mit dem Kind alleine lässt. Hin. Das Kind hätte den Mund. Es hat geklappt. Ey! Wir wissen, wie es geht. Okay, Google, wer ist der beste Minecraft-Spieler? Trimax. Auf der Website youtube.com steht dazu folgendes: Trimax ist der beste Minecraft-Spieler der Welt. Mhm. Ich wusste es einfach, dass die Trimax sagt, weil das Meme halt einfach so ausgelutscht ist. Aber ja, ist halt so, ne?
Friseur, wie sollen die Haare werden? Kunde, bitte zerstöre mein Leben. Natürlich. Hat dort Glück. Ich teste Bäckereiarbeiter. Hallo, ich hätte gern so ein belegtes Eibrötchen, bitte. Achso, hier liegt 50 Euro. Das ist meins. Das ist ihr's? Ja. Sind Sie sicher? Das ist wirklich meins, ist gerade rausgefallen. Ja? Ja. Sicher? Und ich hab's. Aber warum liegen Sie? Ich hab das gerade aufgenommen. Doch, ich hab's vergessen reinzulegen. Das ist aber mein. Ich hab das gerade aufgenommen. Nein, ehrlich, das ist meins. Nein, Sie lügen. Ich schwöre. Das ist meins. Chillig. Ich will die Kasse füllen. So Ding ist das. Stonks. Wenn du ein Kampfspiel spielst, aber du die Steuerung nicht kennst. Junge, what the fuck? Junge, MMA, einfach alles Clownskapper. Junge, wild. Bio einfach lost, Junge. Einfach lost. Reisen nach Mallorca sind erst seit 10 Sekunden wieder erlaubt. Allmanns. Denn auch mit Maske. Vom Düsseldorfer Flughafen aus sind die ersten 165 deutschen Touristen mit einer TUI-Maschine in Richtung Mallorca gestartet. Ja, natürlich. Hört euch das auch? Du. Ja, okay. Zahlen müssen immer glatt sein. Wenn sie nicht glatt sind, ist scheiße. Die Braves wissen, wie man lebt. Junge. Jo. Ey, mega geil. Hand verbrannt. Ich fühle ihn zu 100%. Wenn ich kurz aufs Klo gehe und mein Opa mein Handy nimmt. Du. Sechs Seiten. Dieser eine Typ, der dieses Jahr sitzen bleibt. Hab zwar viel Arbeit vor mir. Aber es wird schon irgendwie gehen. Ich habe den ja schon mal vor 3 Jahren ausgefüllt. Ja, das ist das Problem. Ja. Während des Online-Unterrichts. Herr Stengel, die wissen die Stunde in Englisch nicht zu schätzen. Das ist das große Problem. Ganz genau so ist das. Aber Sie wissen die ja zu schätzen und deswegen haben Sie sich auch eingeloggt, ne? 100%. Das ist ein Typ, Digga. Online-Unterricht einfach durchgespielt, der Typ. Wenn man zum ersten Mal Pizza ausliefert. What the fuck? Wenn du versuchst unauffällig in der Schule zu furzen. Oh shit. Ganz übles Thema. Nee, Mann, da will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Okay. Okay, so schlimm war es bei mir nicht. Bei mir war das Problem, mein Arsch hat übertrieben weh, weil ich immer versucht habe einzuhalten. Ich weiß wohl, weil ich immer wusste, wenn ich jetzt furze. Finito. Yep. War ein gutes Video. You look Exe. Gute Videos. Gute Memes. Hier bin ich angemeldet, deswegen kann ich nicht liken. Sorry, Bro. Aber ihr könnt gerne vorbeischauen.
You looked excellent. Top memes.